Landrat Götz Ulrich war einmal mehr in Sachen Vereinsunterstützung unterwegs. Wie bereits die Weißenfelser Ruderer bekamen nun auch die Nachwuchsspieler des UHC Sparkasse Weißenfels eine finanzielle Spritze. Die U13 des UHC war noch mittendrin in den Vorbereitungen zur deutschen Meisterschaft. Da klopfte Landrat Ulrich mit einem Scheck in Höhe von 1.000 Euro an die Sporthallentür. Ja, das sind ja die speziellen Spenden des Neujahrsempfangs auch für die Sportarten, die wirklich Leistungszentren im Burgenlandkreis geworden sind. Und der UHC, der steht ja nicht nur dafür, dass er Leistung bringt, sondern auch, dass er Breitensport macht. Und das ist eben der besondere Gesichtspunkt hier, dass man schon vom Kindergarten bis zur Herren- oder Damenmannschaft alles durchorganisiert hat. Und da hat natürlich der Vorstandsvorsitzende dieses Vereins den größten Anteil daran, aber sicherlich auch viele ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer und die Eltern. Das muss man ja auch sehen, dass ja da auch viel Elternarbeit dahinter hängt. Wenn die Eltern nicht dazu stehen, die Kinder transportieren, dorthin bringen, wo die Turniere sind, dann funktioniert das alles nicht. Aus einem kleinen Fotoshooting wurde schnell ein sportliches Training, wobei die Kids den ersten Mann des Landkreises keine Luft zum Atmen gaben. Er war noch am Grübeln, wie man den Schläger wohl am besten hält. Vereinsvorsitzender Rolf Blanke war über die finanzielle Zuwendung sehr glücklich. Und die Truppe fährt ja jetzt am Wochenende schon zu den deutschen Meisterschaften nach Hamburg. Und dann kann ich versichern, dass wieder so eine Spende hier in Höhe von 1.000 Euro, da kommt jeder Cent unten bei den Jungs an und schlägt sich nieder in tollen Leistungen. Und das sieht man auch an den Gesichtern der Jungs und an den Vorhaben, die sie sich gesetzt haben für das Wochenende alleine. So konnte man sein Statement schon als Prophezeiung ansehen. Denn am Wochenende vom 18. und 19. Juni holte sich die U13 den deutschen Meistertitel. Es gehört anscheinend schon zum guten Ton, als Weißenfelser UHC-Spieler einen deutschen Meistertitel zu besitzen. Damit war das Geld beim UHC wohl gut angelegt.